2432, endlich der erlesene, starke Gegner, auf den wir gehofft haben. Gegen den Super-Expert C. Da wird sogar der Lippo etwas wacher. Läufer C5, italienisch wird hier gespielt. Ja, im Jahr 2432, Fantasie-Elo-Spieler, erstmal nachdenken. Was macht man um einen. Ja, und dann D3. G8, F6, alles Theorie, alles bekannt. Easy peasy. Springer G5, okay. D7, D5. Ja, da verwechselt man einer italienisch mit preußisch oder so. Springer D5. Läufer E6. Ja, und Springer E6, oh, macht er sogar. Ich wollte schon sagen, das entfernt aber viele Verteidiger. Der selbsternannte Großmeister möchte mit dem Computer den Boden aufwischen. Hoffentlich gelingt es ihm nicht. Er hat nichts weniger. Wusste ich, dass sowas überhaupt geht. Also nicht nichts weniger zu haben, sondern diese Variante hier. Vielleicht Dame E7. D8, F6. Dame F5 geht natürlich nicht wegen auf Läufer G5. Der Armtausch und auf D5, Läufer D5 schlägt. Rochade. Turm E1. Ja, droht Läufer F2 schlägt Schach. Läufer E3 geht natürlich auch nicht. Schwarz steht überraschend aktiv. Also das hat der Weiß bestimmt nicht eingeplant. Also kennt man ihn, den Super-Expert. Immer aktiv am Gegenspiel spielen. Nicht positionell irgendwas sich zusammenschieben. Ach, Springer D4 wäre natürlich auch denkbar. Droht die Folge auf E2, die Damenform und C2. Den Qualitätsgewinn. Ja, Springer C6, D4. Das wollen die Novak-Fans sehen, die begeistert um den Brett rumstehen. 2432, ich kann es nicht oft genug sagen. 88-10-50 ist die Zahl. Ja, es gibt also Leute, die geben sich aus Spaß Gastzahlen. Also 88-10-50 sieht doch sehr glatt aus, um Zufall zu sein, also zu glatt für Zufall. 2432. Fantasie-Elo hat ein Problem. C2, die Qualität, droht einzustehen. E2, die Dame, droht einzustehen. Das ist problematisch. Läufer B3, Springer E2, Schach König 1, Springer G3, schlägt Schach, da muss schon ein A-Bauer nehmen. Und dann sind große Probleme vorhanden, dann droht ihm schon matt. Deswegen muss der 2432 Elo-Spieler hier nachdenken. Zeigen, warum er die Zahl verdient hat. Keine Ahnung, deswegen muss er noch länger überlegen. Ja, es droht Springer E2 Schach, das ist die primäre Drohung in der Partie. Und das Problem ist, er hat Schwarz nur stark gespielt. Er hat die offene F-Linie, hat Schwarz. Der Doppelbau auf E5 ist egal. Das ist quasi, also so mancher Angriffsspieler würde den Bauern freiwillig geben. Also den F7 Bauern einfach vom Brett stellen, ohne ihn jetzt auf E6 zu haben. Er muss ja überlegen hier. Denken, überlegen. Was ist hier noch schiefgelaufen? Ich wollte doch auf Attacke spielen. Ich will sie doch alle zertrümmern. Meine Zahl nochmal verbessern. Vermutlich laufen Partien am Stück gewonnen bis zu dieser Zahl. Es ging sehr schnell, um diese Zahl zu kriegen. Er hat alles nacheinander gewonnen und jetzt plötzlich diese Position. Er kann es nicht fassen.
was ist los in diesem Lande hier? Und er macht Läufer G5. Der war nicht so gut. Der Super-Expert C kann es gar nicht begreifen, was ist los hier? Springer E2 Schach, leider droht die Dame mit Schachhutz einzustehen. Der F-Bauer kann eh nicht schlagen und wenn er könnte, wäre auf F1 matt. Das ist so fantastico. Der König muss nach H1, dann darf sich die Dame mit Schach verabschieden und danach ist der Läufer auch noch hier. Des Brettes hier nicht mehr habhaft und darf auch nach Hause gehen. Er hat ja nur König H1. Da kommt Springer G3, schlägt Schach und dann Dame G5 schlägt. Ich weiß gar nicht, wie viele Züge das jetzt sind. Es wird mir nicht angezeigt, weder auf dem Super-Expert noch auf dem Brett hier. Können nicht viele sein. Ja, da musst du dich ein bisschen ärgern. Analysen können es nicht sein. Es ist ja nur ein Zug, den er hat. Er hat sich das anders vorgestellt. Wollte er seine Zahl in den Olymp heben. Den Olymp der großmeistermäßigen Elo-Zahlen. Er hat sich schon geträumt. Als nächstes. Gegen wen spiele ich denn als nächstes, hat er gedacht. Wie lange dauert das wohl, bis ich 2450 habe? Ja, dagegen die Lusche gewinne ich nicht viele Punkte, aber ausnahmsweise nehme ich die Punkte mal mit. Und was ist jetzt hier? Er wollte erst gar nicht spielen. Und jetzt plötzlich. Dann hat sie gedacht, hau die Lusche um. Und dann halt hat er doch gespielt und jetzt bereut er es bitterlich. Weint ins Kissen. Das kann doch nicht sein. Will im Depot gucken, welche Puppen hier miteinander magnetisch sind? Wahrscheinlich keine. Die stoßen sich alle ab. Warum ziehen sie ja manchmal an, wie ich auf dem Brett stehe? Lassen sie wieder an. Anziehen, abziehen, abstoßen, wegstoßen. Zack, weiter geht's hier. Ja, ich weiß nicht, was sie machen. Wahrscheinlich werde ich das alles rausschneiden. Der Computer sagt schon verärgert, Overstep, Alter. Wann kommt denn mal dein Zug? Und der Gast gibt auf. Ich muss Applaus rüberschieben. Wunderbar. Jetzt können wir mal nachgucken hier bei Flip Display. 12 Züge hat er durchgehalten. Das ist ein wenig für 2422 nach. Ja, nach 12 Zügen über den Tisch gezogen werden und aufgeben. Was will er auch machen in dieser Stellung? Er kann nur König E1 ziehen, einziger Zug. Dann fällt die Dame. Und was will er dann machen? Da muss er mit dem H-Bauern nehmen und dann fällt einfach der Läufer. Der Bauer kann doch nicht mal nehmen, weil er gefesselt ist. Und die Partie ist Game Over. Attacke Schach vom Feinsten. Ja, da sieht man, er lässt sich nicht so einfach zusammenprügeln. Der Super-Expert C, er wehrt sich nach Leibeskräften. Schöne Partie gespielt. 12 Züge, eine Miniatur. Dank des 2432 Gegners. Tschüss, bis zum nächsten Mal.